Nein, ich habe kein blaues Auge, sondern ich wollte euch mal einmal kurz zeigen, wie recht normal diese Brille aussieht. Die Air 2 Pro von X-Wheel. Die hat allerdings, wie ihr sehen könnt, ein Extra eingebaut. Das ist nämlich quasi die Apple Vision Pro für Arme. Ihr habt da zwei OLED-Screens drin von Sony. Es ist schon die zweite Version dieser Brille und ich habe das Gefühl, kaum jemand spricht darüber. Aber das halte ich für einen großen Fehler, weil man kann mit dieser Brille unfassbar viel machen. Ich habe damit jetzt erst seit ein paar Tagen, das Ding ist gerade erst auf dem Markt, eigentlich sollte es 30. November erst verschickt werden, aber ich habe zum Glück als einer der ersten in den USA das bekommen und deswegen wollte ich euch das nicht vorenthalten, euch zu erklären, worum es dabei geht. Man kann damit sein Handy verbinden, seine Spielekonsole, sein MacBook. Ich habe da jetzt schon zwei Hochzeitsfilme drauf editiert. Ich habe auch schon Fotos darauf editiert, jede Menge. Und ich finde es unfassbar gut. Warum? Da dazu, mehr dazu nach dem Intro. Bis gleich. Und nur mal ganz kurz, weil die Bildqualität hier nicht so ideal ist. Ich bin gerade in Philadelphia im Hotelraum. Apple Vision für Arme ist vielleicht nicht die schönste Bezeichnung, aber es trifft so ein bisschen. Also das Ganze ist eine Augmented Reality Brille. Eigentlich ist das einfach nur ein erweitertes Display. Also ihr kauft nichts anderes als zwei kleine Bildschirme, die natürlich für eure Augen dann für ein Display gehalten werden. Da habt ihr normalerweise, je nachdem wie ihr das Ding benutzt, ein 120-Inch Screen vor euch, also quasi so, wenn ihr jetzt ein Projektor habt, vielleicht zu Hause oder das schon mal gesehen habt, so in der Richtung sieht das aus. Man kann das noch ein bisschen größer machen, viel, viel größer habe ich es noch nicht bekommen. Man kann es auch kleiner machen, wenn einem das zu groß ist. Aber wenn ihr es jetzt erstmal anschließt, ist es so normalerweise immer auf 120 Inches eingestellt. Und was auch ein sehr, sehr cooles Feature ist, bei der Pro-Variante allerdings nur, ihr könnt. Ja, wenn das, was ihr auf das schaut, halt sehr, sehr hell ist, dann führt das natürlich dazu, dass dieses Display ist ja eigentlich lichtdurchlässig, also es sind eigentlich nur zwei Spiegel, auf die ihr da schaut, die dann eben die Displays zeigen und die können dann theoretisch auch sehen, was dahinter ist. Also wenn ich jetzt hier aus dem Fenster rausschauen würde mit den normalen X-Reel Air 2 und nicht der Pro-Variante, dann würde ich halt die Hochhäuser zumindest schattenartig erkennen. Das ist natürlich nicht das optimale, ja, die optimale Bildqualität, je nachdem, was ihr machen wollt. Und da hat die Pro-Variante halt einen kleinen Trick im Angebot. Ihr könnt da elektromagnetisch geht das, glaube ich, dimmen. Da gibt es drei verschiedene Stufen. Auf 0%, 35%, dann glaube ich 80%, dann 99%. Sehr, sehr effektiv das Ganze. Und das führt dazu, dass ihr zum Beispiel ja, je nachdem, welche Situation ihr seid, das dann passend einstellen könnt. Also, wenn ihr in einem dunklen Raum seid, braucht ihr das vielleicht nicht. Aber ich zum Beispiel saß vor ein paar Tagen hier vom Flughafen in die Innenstadt in Zug. Und ich wollte halt sehen, was um mich herum passiert, aber nicht alles. Und ich habe mir da eine Serie angeschaut, Monarch auf Apple TV, Legacy of Monsters, sehr, sehr zu empfehlen. Ja, also, das ist halt dann ganz cool, da könnt ihr einfach auf 35% dimmen gehen und dann seht ihr zwar noch, was so da um euch passiert. Wenn jetzt meinetwegen zum Beispiel kam dann der Schaffner durch, das konnte ich halt noch sehen, wahrnehmen und dann rechtzeitig die Brille absetzen und mein Ticket rausholen. Aber ihr habt eben ja, die Möglichkeit, euch dann auch ein bisschen mehr abzuschotten, je nachdem, wo ihr seid. Und ja, deswegen würde ich euch auf jeden Fall diese Pro-Variante ans Herz legen. Wenn ihr die normale Variante kauft, könnt ihr auch, das wird bei jeder Brille mitgeliefert, so ein, ja, es hat einfach so ein Plastikdeckel da drauf packen. Sieht immer noch ganz cool aus, aber ist halt, ja, ein bisschen nervig, als einfach einen Knopf zu drücken. Die Dinger haben auch Lautsprecher, die sind auch ganz ordentlich. Da habe ich jetzt sehr unterschiedliche Meinungen zugehört in den Reviews. Ich finde die okay, also ich würde sagen, die sind so 6 bis 7 von 10 Punkten, wenn man die jetzt auf einer Review-Skala bewerten würde. Also gut,
aber jetzt nicht überragend. Ich würde auf jeden Fall die AirPods vorziehen. Die haben deutlich besseren Klang insgesamt. AirPods Pro sind ja überhaupt überragend, haben schon fast die gleiche Qualität wie die AirPods Max. Und ja, wofür ist das Ganze jetzt? Also im Grunde alles, was ihr auf dem Display macht, ob das jetzt YouTube schauen auf dem Handy ist, ob das Editieren am MacBook ist, ob das Nintendo Switch spielen oder Steam Deck oder was auch immer ihr habt. Für all das ja, könnt ihr diese Brille einsetzen. Und ich finde es wahnsinnig, wahnsinnig vielseitig. Und ich kann damit eigentlich eine Sache erkennen, die ich vor ein paar Wochen schon realisiert habe, dass Apple eigentlich genau auf dem richtigen Weg ist, was VR und AR angeht. Also Virtual Reality ist ja quasi, wenn alles um euch herum virtuell ist, und Augmented Reality ist, wenn halt ein Teil die normale Umgebung ist, in der ihr euch befindet, und ein Teil eben dazukommt. Das kann eben nur ein Display sein, die einfachste Variante, so wie jetzt bei dieser Brille. Das können auch andere Dinge sein. Das können sein, dass ich spiele ein Computerspiel und dann gibt es auf einmal eine Tür, die es eigentlich nicht gibt, oder ein Fenster und dann seht ihr da was, oder kommen irgendwie Gegner rein für dieses Spiel oder so. Sehr, sehr spannend. Oder es gibt auch sehr, sehr coole andere Anwendungsweisen. Ich habe zum Beispiel mir jetzt letzte Woche so ein digitales Klavier, also ein Digital Keyboard, gekauft. Und da kannst du halt in Augmented Reality dann zeigen, okay, hier, also du zeigst quasi deiner Quest 3, hier ist mein Keyboard. Ne, da geht man mit dem Finger auf die linke, mit dem Finger auf die rechte, das rechte, die letzte Taste jeweils. Und dann ja, weiß auf einmal die Quest, wo das ist. Deine Hände werden halt auch getrackt von der Quest und dann kannst du darauf spielen. Das funktioniert ein bisschen wie bei Guitar Hero, da kommen die Noten auf dich zu. Und ja, sehr, sehr einfach so zu verstehen, wo man denn jetzt gerade spielen soll. Das ist nur so als Erklärung, was denn Augmented Reality sein kann, wofür das eingesetzt werden kann. Ja, aber wie gesagt, also Air 2 Pro ist halt wirklich ja, für viel, viel mehr Sachen einsetzbar. Also Gaming ist natürlich immer cool. Ich habe da jetzt zum Beispiel Spider-Man 2 ziemlich viel drauf gespielt. Ich habe Rennspiel drauf gespielt gestern Abend. Auch das ist sehr, sehr beeindruckend. AirPods rein, Brille auf, Handy anschließen und los geht's. Und ja, macht sehr, sehr viel Spaß. Ist ein OLED-Screen, deswegen fantastische Farben, fantastische Schwarzwerte, alles da. Aber fantastische Farben, das ist natürlich für euch als Fotografen, Videografen das Stichwort. Man kann damit wunderbar sein MacBook anschließen und Videos editieren. Also ich habe jetzt mehrere Hochzeitsvideos, bin gerade dabei, das zweite fertig zu schneiden. Ja, darauf editiert. Also ich packe einfach ein Kabel ins MacBook, ein Kabel an die Brille, also das gleiche natürlich. Und ja, und dann sehe ich halt einfach riesengroß Final Cut. Und Bildqualität sehr, sehr gut, Farben sehr, sehr gut, kann man wunderbar daran schneiden. Ich habe da eigentlich gar keine Unterschiede ehrlicherweise festgestellt zwischen meinem farbkalibrierten MacBook und der Brille. Das scheint wohl sehr, sehr gut sich an die Quelle anpassen zu können. Und ja, das werde ich wahrscheinlich in Zukunft einfach jeden Tag benutzen, dieses Gerät. Also ich habe es an mein Steam Deck angeschlossen und Forza Horizon 5 gespielt. Ja, gute Kopfhörer auf und das ist ein unfassbares Erlebnis. Es ist halt einfach so, als würdet ihr, sitzt auf eurer Couch oder wo auch immer, und es ist, als würdet ihr ja, in einem Kinosaal dieses Spiel spielen. Also ihr habt ein riesiges Display. Unfassbar beeindruckend, was diese kleine Brille kann. Ja, ich hoffe, ich schaue jetzt erstmal nach, ob man das in Deutschland überhaupt kaufen kann. Aber ich denke schon und ja, ich finde es wahnsinnig gut. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Video. Ciao.